brauchen Kindergrenzen. Kinder brauchen keine Grenzen. Die Grenzen werden von uns als Erwachsene gebraucht, um in der Gemeinschaft umzugehen. Dafür braucht man Regeln in der Gemeinschaft miteinander zu kommunizieren, bestimmte Dinge durchzuführen, etwas Gemeinsames zu tun. Dafür bedarf es Regeln. Und natürlich stellen diejenigen die Regeln auf, die die meisten Erfahrungen haben. Und das sind im Wesentlichen schon die Erwachsenen. Wenn sie irgendwo in den Urwald gehen oder in ein Gebiet, das sie nicht kennen, dann holen sie sich einen Führer. Einen, der diese Gegend und die Unwägbarkeiten und auch das, was es dort zu sehen gibt, schon kennt und der ihn damit als Führer Informationen gibt, aber auch eben dafür sorgt, dass dieser Trip in diese etwas unbekannte Gegend für sie auch erfolgreich und schön wird. Und so geht das auch mit den Kindern. Damit ihr Trip in das Leben erfolgreich, interessant, schön und spannend wird, benötigen sie schon eine klare Führung und eine Information, was sie so im Leben erwartet und an jeder Schnittstelle des Lebens, welche Regeln es dort gibt, wie man am besten durchkommt, aber das nicht als ein Diktat, sondern als eine klare Information, die auch deutlich macht, die eigenen Erfahrungen, die man als Erwachsener gesammelt hat und die man damit preisgibt. Das bedeutet in jedem Fall auch, dass wir uns als Erwachsene zeigen, wie wir sind, zeigen, auf welche Art und Weise wir unsere Erfahrung machen. Und das gibt den Kindern die Möglichkeit, sich das abzuschauen und es auch für sich selbst in Erwägung zu ziehen, was davon ist es, was ich übernehmen möchte, was ich ausprobieren möchte. Und sich damit dann auf einen Herausforderungsweg befinden, bei dem sie dann wissen, aha, und gelernt haben, aha, so geht's für mich gut oder eben nicht.